danke Ihnen und das Wort hat für die FDP-Fraktion Manuel Höferlin. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, die Maxime der Bundesregierung bei Sicherheitsgesetzen ist scheinbar viel zu oft: Wir machen erst mal so weit und so viel es geht und dann gucken wir, was in Karlsruhe beim Verfassungsgericht rauskommt. So auch in diesem Fall. Viele Sicherheitsgesetze der letzten Jahre sind so angegangen worden und der Scherbenhaufen muss dann vom Verfassungsgericht in Karlsruhe zusammengekehrt werden. Das ist eigentlich ein Skandal und keine Arbeitsweise des Deutschen Bundestages und der Bundesregierung, meine Damen und Herren. Die Regelung bei der Bestandsdatenauskunft hier hat das Verfassungsgericht letzten Sommer kassiert. Keiner ahnen, sage ich mal etwas ironisch, dass die Herausgabe von Bestandsdaten auch eine wasserfeste Rechtsgrundlage braucht und nicht nur die Abfrage durch die Strafverfolgungsbehörden. Aber nun gut, dieses Mal hat die Bundesregierung den Bogen aber zu weit gespannt. Und jetzt ist es sogar so weit gekommen, dass wir ein Gesetz hatten, das der Bundespräsident dann nicht unterschrieben hat, weil er gesagt hat, naja, das hätte man ja auch mal machen können. Es hat auch lang gedauert. Jetzt hat das Innenministerium ein Reparaturgesetz vorgelegt. Ich habe das Gefühl, wir werden darüber in der nächsten Sitzungswoche intensiv sprechen. Wir werden ja eine Anhörung haben. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass der Bundespräsident sehr intensiv dazu hören lässt, was wir im Innenausschuss in der Anhörung dann erleben werden. Und dann gucken wir mal, ob nach dem Reparaturgesetz ein wasserfestes Gesetz da steht oder ob es wieder zu einem Scherbenhaufen nach Karlsruhe führt. Was leider nicht in dem Gesetz repariert wurde, das ist zum Beispiel die Meldepflicht für soziale Medienanbieter. Hätte man ja gleich mal mitmachen können und im Justizministerium etwas machen können. Ich habe die Befürchtung, damit steuern Sie zielgerichtet das nächste Gesetz nach Karlsruhe. Gleicher Weg, was beinhaltet diese Meldepflicht für soziale Medien? Da sollen gemeldete Inhalte nicht nur gesperrt oder gelöscht werden, sondern da wird eine Untersuchung der Vorfälle vorverlagert. Die Medien, die Social-Media-Unternehmen sollen mit ihren Abteilungen prüfen, ob ein konkreter Verdacht auf eine Straftat vorliegt und das dann in eine Verdachtsdatenbank des BKAs geben. Und zwar nicht nur den Inhalt, sondern auch gleich die zugehörige IP-Adresse des Nutzers, der den Inhalt gepostet hat. Ist schon interessant. Gerade in den letzten Tagen sprach die Bundeskanzlerin noch öffentlich bei der Frage der Twitter-Sperrung von Herrn Trump, dass nicht die Plattformen die Einschränkung der Meinungsfreiheit bestimmen, sondern dass das staatliche Aufgabe sei. Ich verstehe ehrlich gesagt nicht, warum die Bundesregierung immer wieder dieses NetzDG und dieser Grundgedanke rauszieht aus der Schublade und immer mehr staatliche Aufgaben auf diese Plattformen abschiebt. Das ist jedenfalls ein Widerspruch zu dem, was die Bundeskanzlerin in den letzten Tagen gesagt hat, meine Damen und Herren. Ich sage es Ihnen ganz klar, ich glaube, diese Meldepflicht für soziale Anbieter in der Form, dass dort solche Entscheidungen getroffen werden, die eigentlich in der staatlichen Aufgabe sind, ist der nächste Riss im Fundament der digitalen Bürgerrechte. Und ich wünsche mir, die Bundesregierung würde bei Sicherheitsgesetzen mehr nach der Maxime vorgehen, gestalte jedes Gesetz so, dass es auch in Karlsruhe von dem Bundesverfassungsgericht standhält und nicht umgekehrt. Das wäre mal ein guter Vorsatz. Und von dieser Maxime ist die Bundesregierung aber bei der Meldepflicht für Anbieter weit entfernt. Und ich finde, sie muss dringend ihr Verhältnis zur Meinungsfreiheit im Netz einmal klären. Herzlichen Dank, meine Damen und Herren. Vielen Dank, Manuel Höferlin.